In diesem Video möchte ich Ihnen dann jetzt zeigen, wie man Zeiger im C programmiert und überhaupt benutzt. Wir fangen ganz einfach an und wahrscheinlich müssen Sie sich dieses Video mehrmals anschauen, weil die Zeiger in C durchaus etwas kompliziert und eigentlich nicht kompliziert, sondern einfach verwirrend sind. Als allererstes definiere ich mir jetzt eine ganz normale Variable. Zum Beispiel int a ist gleich 0. Wir haben auch hier immer noch unseren virtuellen kleinen Speicher und der Compiler gibt mir jetzt irgendein Plätzchen irgendwo in diesem Speicher. Nehmen wir uns irgendwas Einfaches vor. Nehmen wir zum Beispiel diesen Byte. Das ist jetzt da, wo meine Variable a gespeichert ist und ihr Wert ist im Moment 0. Die ist auch tatsächlich 0 hier drin, also müssen wir nichts weiteres machen. Wie definiere ich jetzt einen Zeiger auf eine Variable? Der ganze Unterschied, ich schreibe es jetzt erstmal so hin und dann erkläre ich es weiter. Normalerweise benutzt man auch in der Benennung von den Zeigern irgendwie entweder Zeiger oder Pointer oder P, damit man weiß, was man da gemacht hat. Wir benennen unsere Zeigervariable jetzt PA. Und erstmal machen wir gar nichts damit. Was habe ich jetzt hier getan? Ich habe mir eine Variable von dem Typen Zeiger auf ein Int definiert. Damit hier, mit diesem Sternchen vor dem Namen der Variable, habe ich eben dem Compiler mitgeteilt, ich möchte nicht eine normale Int-Variable haben, sondern eine Zeiger auf eine Int-Variable. Momentan zeigt es auf nirgendwo hin, trotzdem der Compiler hat diese Variable, der Zeigervariable selbst, dieser PA, P-A, bereits irgendwo ein Plätzchen gegeben. Nehmen wir zum Beispiel hier diesen Byte. Und normalerweise in fast allen Sprachen ist es auch tatsächlich so, dass wenn die Zeigervariable noch nicht irgendwohin zeigt, also noch nicht initialisiert wurde, dass sie tatsächlich eine Null drin enthält, der sogenannte Nullpointer, also der Nullzeiger, damit man eben auch weiß, der zeigt nirgendwohin, damit man nicht irgendwo im Speicher sich verläuft. Wie holen wir jetzt die Adresse von A und schreiben es in dieses PA rein? Jederzeit kann ich sagen, die PA-Variable soll jetzt die Adresse von A beinhalten. Die Adresse von einer Variable hole ich mit diesem @-Zeichen, wobei hier @, das ist dieses hier, steht für das lateinische @ und nicht für das @ von der E-Mail-Adresse und bedeutet so viel wie und. Das kennt man von manchen deutschen Wörtern, die man immer noch benutzt, wie etc., et al. Und so weiter. Ich benenne auch dieses Zeichen in diesem Kontext tatsächlich sehr gerne @, um es unterscheiden zu können von dem logischen und, wo es eben eine ganz andere Bedeutung hat. Aber das Zeichen an sich ist letztendlich das gleiche. So, das heißt, wenn wir jetzt zurück hier auf unserem PA gucken, ist es nicht nur PA, sondern es ist tatsächlich beinhaltet auch die Adresse von A. Das ist dieses @-Zeichen A. Damit es auch beinhaltet, müssen wir es jetzt hier auch in unserem Speicher updaten. A befindet sich bei Byte 2, also hier müsste ich jetzt eine 2 reinspeichern und das wäre ja eine 1,0. Genauso wie es hier ist. Wie kann ich jetzt den Wert von A über PA ändern? Das geht tatsächlich von beiden Seiten, entweder über A oder über PA. Wenn ich es über A ändern möchte, das kennen wir alle, muss ich einfach nur A gleich 3 schreiben. Wenn ich es aber über PA ändern möchte, das ist ja was viel sinnvoller letztendlich, sonst brauchen wir die Zeiger eigentlich gar nicht, dann muss ich wieder dieses Sternchen benutzen, PA ist gleich 3. Und tatsächlich, diese zwei Aussagen sind absolut identisch. Es ist vollkommen egal, ob ich über A auf dessen Wert zugreife oder über PA. Der Unterschied ist eben, dass ich hier wieder diese Sternchen benutze, um auf den Wert von diesem Zeiger zu kommen. Sonst komme ich direkt auf den Zeiger. Jetzt müssen wir auch diesen Wert hier updaten. Wir wollen eine 3 speichern, also das wäre jetzt eine 1,1 hier am Ende.
Ich würde Ihnen wirklich nahelegen, so viele wie möglich einfache kleine Aufgaben mit den Zeigern sich anzuschauen und zu lösen. Im ersten Moment scheint das alles klar, aber diese Sternchen und Ad-Zeichen, wo was gehört, ist durchaus etwas verwirrend für Anfänger. Und später werden wir allerdings Pointer sehr viel benutzen und Pointer sind wirklich sehr gute Freunde beim Programmieren. Deswegen müssen Sie sie auch gut verstehen können.